Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich fange heute mal im Clan Herausforderer an, aus ganz aktuellen Anlass. Erstmal die Musik für mich ein bisschen leiser drehen, für euch jetzt nicht. Denn wir sind ja in der Clan-Kriegsliga-Vorbereitung, das habt ihr gestern gesehen. Und die Suche dauerte tatsächlich nicht lange. Alles klar, ich habe noch ein bisschen was rumgetauscht, weil ich jetzt ein bisschen rumgefragt habe. Ich kann hier mit dem Account nicht tauschen, aber ich bin mit dem anderen Account auch gleichzeitig online mit dem Avatar auf dem Handy. Und deswegen habe ich den Skull schon mal reingeholt hier gegen einen 12er weggetauscht. Wenn wir den Sanchez hier jetzt noch wegbekommen würden, dann wäre das natürlich super, wenn Baba Hüß noch mit dabei wäre. Weil Sanchez ist da oben sowieso mit einem Rathaus am Start. Und aber ich habe euch ja gestern noch den Link etwas später mit reingegeben, wo man sehen konnte, was man für eine Begegnung hat. Ihr könnt das mal bei uns sehen. Also bei uns ist der Overview, sieht genau so aus. Wir sind die Herausforderer, das sind unsere gegnerischen Clans in der laufenden Liga. Und ihr seht, gegen Locos Norte 22 steht dann immer für, also erst, also hinten die Zahlen, also Clan Level ist sowieso Latte, aber hinten die Zahlen heißen dann Rathaus 14, Rathaus 13, Rathaus 12, so viel wie sie halt mitgenommen haben. Und die Kollegen von Locos Norte trumpfen schon mal mit 22 Rathaus 14 auf. Man weiß natürlich nicht, ob die wirklich alle kämpfen. Ja, es kann natürlich auch sein, dass nachher nur 10 Stück auf dem Feld sind und der Rest sind dann halt 13er und 12er, was ich nicht so wirklich glaube. Aber die anderen sind so ähnlich wie wir. Also wenn wir jetzt mal den zweiten sehen mit 8, den dritten mit 13, ist genau wie bei uns auch. Dann haben wir den vierten, die Pronix mit 6. Die Titoik heißen die, glaube ich, unten mit 12, ist auch ganz ähnlich. Und okay, ein bisschen abgeschlagen hier unten nur mit 3 14ern. Der arabische Clan. Und dann haben wir noch ganz unten jemanden, auch ein Clan Level 10, okay, mit 5 dabei. Ja, da kann man, wie gesagt, man kann sich schon so ein bisschen einordnen, wenn man das so ein bisschen sieht. Ich denke mal, Liga halten. Liga halten ist auch so ein blödes Wort von mir, muss ich sagen. Liga halten. Okay, hier sind es noch 14 Stunden bis zum Start. Aber ich will mal so ein bisschen mehrgleisig fahren mit euch. Denn ich mache es mir ganz einfach und springe gleich mal rüber zum Clan Free-to-Play. Vermutlich muss ich dann auch aufhören mit meiner Aufnahme. Aber warum das so ist, werde ich euch dann erzählen. Der hier ist down. Den können wir in jedem Fall mitnehmen, um so ein bisschen mit unseren Drachen zu üben. Nur müssen wir mit dem etwas Sinnvolles machen. Jetzt lass mal gerade überlegen. Ah, ich habe wieder den Felsenwerfer dabei. Okay, den müssen wir vielleicht mal doch gegen einen Zeppelin ersetzen. Da ist ein Held. An jeder Luftabwehr hier ist ein Held. Naja, okay. An jeder Luftabwehr ist ein Held. Tolle Wurst. Ah, es macht nichts. Ist nicht so schlimm. Wir gehen hier trotzdem rein mit den drei Helden hier. Mal sehen, ob wir da nicht doch eine Luftabwehr wegbekommen. Wenigstens eine. Sieht aber noch ganz gut aus. Und dann können wir, ich denke mal, hier schon so ein bisschen clearen hier am King. So. Dasselbe machen wir einmal hier. Oh, den King habe ich schon gezündet. Okay. Ey, mein Glati ist schon drauf gegangen. Alles klar, da wird schon ein bisschen repariert. Aber der King holt hier noch einiges raus. Okay, dann setzen wir hier mal die Drachen. Mal sehen, ob die für mich eine Option sind in der Clan-Kriegsliga. Das weiß ich nämlich noch gar nicht. Ob die für mich eine Option sind. Ich meine, okay, jetzt gegen so eine ausgebombte Base hier, wo ich eigentlich nur die Feger endlich mal friesen sollte. Jetzt kommt das Rathaus mit dazu. Der Feger ist immer noch aktiv. Da ist das Rathaus. Feger ist weg. Perfekt. Mal sehen, ob wir die Minions hier so ein bisschen geschickt einsetzen können. Da haben wir jetzt nochmal zwei Loons und zwei Drachen drin. Perfekto. Hier gibt es aber auch noch reichlich Feuer. Sehe ich gerade. Und zwar von dem Ding hier. Von der Luftabwehr. So, hier haben wir eigentlich nichts mehr. Da können wir rumgehen. Alles klar. Können wir ein bisschen rumgehen.
Denn der hatte jetzt keine Clanburg, da war einiges nicht aktiv, ist klar, aber ich muss trotzdem erstmal so ein bisschen mit den Drachen klarkommen. Aber wie gesagt, wir springen jetzt gleich rüber in den Clan Free-to-Play. Ich glaube, da geht es gleich schon los. Da habe ich mich auch mal schlau gemacht, also so ein bisschen vorbereiten sollte man sich. Also ich mache es jetzt mal wieder, um so ein bisschen wieder in den Liga-Alter reinzukommen und nicht immer mit einer Armee wegzustumpfen. Die kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, hier die Drachen. Nicht, weil sie mir jetzt hier die drei Sterne und den Loot holen, sondern weil sie doch relativ stark sind. Vielleicht noch mit dem Zeppelin dann in den Live-CKs irgendwas Wildes rausnehmen, hatte ich ja schon gesagt. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Okay, wir haben 350.000 Dunkles, sehe ich gerade, und noch nichts verstärkt. Dann verstärken wir die mal für die nächsten drei Tage. Ach, die sind ja auch noch so billig. Okay, was nehmen wir denn als nächstes noch? Nehmen wir eher die Supermauerbrecher oder nehmen wir mal Raketenballon, Supermagier. Schwierig. Ah, ich lasse das mal offen. Kann auch sein, dass ich die Superlakis noch für die Dev brauche. Ja, das kann man natürlich nachgucken. Ob ich die Superlakis für eine Dev brauche. Ne, irgendeiner hat die. Die hat ja einer. Superlakis Jägerin Kobis kriegt das cool auch. Ah, das habe ich jetzt nicht gesehen. Okay. Wir nehmen aber jetzt mal nicht die Belagerungsmaschine, sondern wir nehmen die hier. So sieht das gut aus. Also wir bereiten uns ein bisschen vor hier auf die Liga. Und ich bin mal echt mal gespannt, wie die wird. Ja, warum sollte das Ganze eigentlich so ein bisschen aufbauen diese Woche? Weil es hat euch jemand in die Kommentare geschrieben, ich sollte mal ein Format machen und das durchziehen. Aus dem RL ist natürlich sehr, sehr schwierig, kann ich dir sagen. Das macht man jetzt nicht einfach so mal eben aus der Hand. Ach, 7 Millionen aus der Hand geschüttelt. 7 Millionen ist genauso wie der Dieselpreis, den ich eben gesehen habe. Der interessiert mich jetzt nicht wirklich, das wisst ihr. Aber mit 1,87 habe ich noch nicht an der Tankstelle gestanden. Es gab ein optionales Update, das ist schon etwas älter. Und es gibt die Märzsaison, Clankriegsliga. Oh, hier haben wir noch ein bisschen was für die beiden Tränke. Die könnte man natürlich super, super nehmen. Für ein paar Mauerringe auch nicht schlecht. Und unten der Supertruppen. Okay. Könnte man doch noch ein bisschen was reißen hier. Mal sehen, ob wir das machen. Aber ich hatte ja gesagt, wir springen mal rüber zum Clan Free-to-Play. Dass ich da wenigstens einen Angriff mit euch festhalte. So, ich gehe mal mit dem Toto rein. Denn da habe ich mich auch um gekümmert, dass dort etwas passiert, dass die mich nämlich austauschen hier. Sie können mich auch gerne wieder reinnehmen, wenn es denn passt. Ich spende hier mal eben den Bäcker. Dann habe ich hier nämlich schon mal eine Spende. Weil ich habe hier noch gar nichts gemacht mit dem Account. Und denn ich stand ja unten mit dem Toto. Ich meine, okay, ich würde jetzt mit dem Elfer hier unten stehen. Wenn es also passt, die Begegnung hier. Auch hier können wir mal reinschauen. Free-to-Play, wie das hier aussieht. Also wir selber sind klar Level 13 mit keinem 14er, keinen 13ern, 8 12ern, 12 11er und dann so ein paar andere. Die anderen haben überall, ja, sie haben mal einen 14er, sie haben mal 13er, ja. Aber so wirklich dolle ist das nicht. Ich würde fast auch wieder sagen, gutes Mittelfeld, wenn nicht sogar oben mitgespielt. Ja, erstmal steigen ja alle ab. Wenn ich sogar oben so ein bisschen mitgespielt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier so guter Dritter, guter Vierter werden. Nach dem, was ich hier so ein bisschen sehe. Gerade wieder die Clans, die wieder 14er dabei haben oder 13er, die entweder nicht so dolle sind oder nicht angreifen. Ansonsten müssen wir hier wieder so eine kleine Hit-Up-Woche veranstalten. Aber ich hatte gesagt, wenn es natürlich passt, dann kann auch jemand anders hier unten für mich rein. So dass jeder vielleicht seine Sterne holen kann. Ja, ist ja auch nicht ganz unwichtig. Also muss ich mit dem Thorsten gar nicht ran hier. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einen kurzen Cut. Wir haben jetzt 10 Minuten knapp aufgenommen. Und in einer Stunde fängt dieser Krieg an. Da ich dann schon im Bett bin, würde ich sagen, nehme ich morgen früh den einen Kampf für euch auf, schneide das Ganze dann zusammen und dann gucken wir mal, ob sich der Vorbereitungstag auch gelohnt hat oder überhaupt die Vorbereitung auch gelohnt hat. Die Clanbogen sind ja alle voll und ich würde sagen, dann nehmen wir morgen früh oder also für mich ist dann morgen früh, für euch ist dann irgendwie so nachmittags den zweiten Angriff noch auf und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder.
Ich wollte gerade sagen, gute Nacht. Immer auf der Suche nach dem optimalen Live-Angriff. Ja, der ist mir leider heute noch gar nicht gelungen. Also irgendwann fing der Clankrieg hier an und ich habe schon ein bisschen was live gesehen. Allerdings auch vom Gegner und auch schon von uns einen Angriff eben live. Da möchte ich aber jetzt mal nichts zu kommentieren, denn das hat mich schon wieder so ein bisschen aufgeregt. Aber der Tate hier, jo, hat er gut gemacht. Coole Taktik hier, muss ich sagen, mit den beiden Bebenzaubern und den Blitzen dann noch dazu, oder überhaupt mit dem Beben und dem Blitz, muss ich mir noch mal ein bisschen genauer angucken. Da hat er ein bisschen Pech, dass da außen natürlich jetzt die Sprungfalle war. Da sind dann die... Mann, ist das laut. Da sind dann die Eisgolems nicht ganz so weit gekommen, aber schön hier, auch wenn die Blimp nur einen kurzen Weg hatte. Harter Beschuss hier in jedem Fall in der Mitte. Am Rathaus und 1 auf 1 hier. Boah, lässt auf jeden Fall hoffen. Sieht aber ganz gut aus, kann ich euch schon mal so sagen. Auf 9 Uhr ploppt jetzt auch schon Tesla auf. Okay, also ein bisschen Rumgetrolle muss natürlich auch sein. Gar keine Frage, ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Und dann ist das hier in jedem Fall ein schöner Angriff gewesen, jetzt eigentlich schon. Also ich wäre jetzt schon ultra zufrieden, kann ich euch sagen. Muss allerdings auch selber noch ran und habe mir die Bases jetzt auch schon angeguckt. Ich will eigentlich viel festhalten von dieser Woche hier. Deswegen habe ich mir so ein bisschen überlegt, springe ich mal so ein bisschen rum und vielleicht mal auch ein bisschen was live. Müssen wir mal gucken, wenn es passt. Aber erstmal ist mir eigentlich wichtiger, dass ihr eure Angriffe seht oder ihr nicht unbedingt jetzt meine Live-Fails seht, sondern das, was hier die Gemeinschaft leistet in der laufenden Liga. Ja, Liga 2022-03, also die dritte Liga schon in diesem Jahr. Das Jahr rast mal wieder an uns vorbei. Nächste Luftbombe da unten. Jetzt ist nur noch der Warden da. Der hat jetzt auch nichts mehr, was er im Moment unterstützen kann. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ihr hört, ich habe den Angriff schon gesehen. Denn der Warden kümmert sich jetzt gleich natürlich wieder mit dem Drachen um das Drachengeschäft hier. Im Moment noch nicht, aber jetzt fliegt er halt mit dem Drachen mit und lässt außen die Gebäude leider stehen. Was sehr, sehr schade ist. Denn der Warden stirbt noch. Und der Drachen schafft das nicht ganz hier in den 25 Sekunden, kann ich euch so sagen. Es bleiben 3 Gebäude stehen. Und somit werden das 97% hier für den Tate. Aber das ist nicht so schlimm. Der Angriff war trotzdem spitze, finde ich zumindest. Und deswegen kein Abbruch. Gute Prozente, aber wir haben auch Dreier dabei. Habe ich zumindest gesehen. Wir haben auch Dreier dabei. Ich meine, wenn ich dann was live reinkriege, dann nehmen wir auch ganz gerne was live mit. Der Romano hier mit... Oh, schöne Kombi, muss ich sagen. Hexengespamme. Also 3 Golem, 14 Hexen als Rathaus Level 12 ist er auch schon. Ist er auch schon länger, würde ich sagen. Blitzt hier die ganzen? Blitzt die Infernos weg. Also 2 Stück zumindest in der Mitte. Rathaus schon mal aktiviert. Und funnelt jetzt, ist natürlich auch mutig jetzt gerade gewesen, die beiden einfach so rauszusetzen, ohne dass da überhaupt eine Luftmine war, die beiden Drachen da erwischt hat. Deswegen konnten die jetzt ganz gut funneln und jetzt geht die Hexenmeute hier los. Richtig schön anzusehen, wie die sich jetzt so richtig schön tummeln. Ich meine, ist natürlich auch, birgt auch harte Gefahren. Hast nämlich jetzt sehr, sehr viele Truppen auf einen Fleck und der Adler ist noch ziemlich weit weg, das heißt, er kann die ganze Zeit natürlich immer schön ballern. Die beiden Superlakaien, überhaupt kein Thema für die Hexen hier. Und für die Queen, den Giftzauber hat er jetzt nicht mehr dabei gehabt, da er ja alles verblitzt hat. Und ich glaube, einen Frost hat er dabei gehabt und noch einen Wut. Aber jetzt schön hier in der Mitte mit den Golem und auch mit dem Pekka, da kam, ich glaube, das war jetzt aus der Clanburg, Pekka und Eisgolem, nur der Eisgolem hier unten in der Tornado-Falle, mehr nicht, vielleicht 1-2 Skelette, also das war jetzt überhaupt nicht schlimm und das heißt, jetzt muss ich mal gucken, wo war denn die beiden Yetis noch her? Okay,
Was passt denn alles in die Clanburg rein? Ach so. Nee, da muss ich jetzt gleich mal bis zum Ende gucken. Hier sind ja auch noch zwei Yetis, ne? Ach nee, das sind Golems. Entschuldigung. Entschuldige bitte, das sind Golems. Ich habe mich jetzt gerade verguckt. Ich dachte gerade, wieso hat er zwei Yetis, ein Eisgolem und ein Pekka? Und was passt denn hier noch alles so in die Clanburg rein? Da habe ich, das war jetzt ein Versehen von mir, okay. Passiert. Mir aber auch häufiger. Passiert mir aber auch häufiger. Man wird auch nicht jünger. Und schöne drei Sterne hier. Vom Romano auf die Nummer 5. Einen habe ich noch, das ist der von Zibi. Einen habe ich noch von Zippy, aber den ich live gesehen habe, war eigentlich der hier. Und da kann ich nur zu sagen, wenn man schon nicht mit allen Helden angreift, dann sollte man wenigstens eine Safe Blimp mitnehmen für die Mitte. Mehr will ich mich dazu nicht äußern. Das hat mich schon ein bisschen aufgeregt, dass ich den live gesehen habe. Und er mit 61% war knapp, aber dennoch kann man sowas besser machen. Und natürlich, klar, Leute, alle Helden bitte am Start haben. Das ist übrigens die gleiche Base wie der Kollege, den ich jetzt gerade nicht gezeigt habe. Also vom Design her nur, dass unten halt ein 11er war und hier ist schon 12er. Auch hier wieder die Taktik mit einem Beben und zwei Blitzen jeweils für die Luftabwehren. Und kommt hier jetzt schön rein in die, ich muss mal mein Mikro ein bisschen richten, in die Base unten mit dem Eisgolem, sehr, sehr schön gemacht. Kurz ein paar Mauerbrecher noch mit rein. Und so, dass die hier einen kurzen Weg vielleicht noch Richtung Adler haben und oder einen Helden rausnehmen, schön gefunnelt, dass die Drachen in jedem Fall jetzt eigentlich nur in die Base fliegen können. Er hat auch eine Blimp dabei. Ich denke mal, wir wollen mal sehen, ob es eine Safe-Blimp ist oder ob es was für eine ist, aber ich glaube, da sind Ballons drin. Das kannst du dir nämlich erlauben, weil das Rathaus hier noch nicht, also wenn das Rathaus kaputt geht, ist hier kein Gift runter, um die Ballons kaputt zu machen, beziehungsweise bei denen ist es ja kein Gift, sondern bei denen ist es ja der Mega-Tesla. Giga-Tesla heißt er. Und so konnten die jetzt schön mit überleben. Und hat hier richtig, richtig viele Drachen noch am Start. Queen hinten auch noch zündbar. Und wie ich finde, auch ein sehr, sehr schöner Angriff. Also gucke ich mir mal an. Die Taktik vor allen Dingen mit einem Beben und zwei Blitz. Die Blitz müssen dann allerdings auf Max-Level sein, sehe ich gerade. Ich glaube, sonst bringt das nichts. Und der Beben, da muss ich jetzt gleich mal gucken, ob die in der Clanburg waren, ob die auch Max sein müssen. Aber ich glaube, die müssen auch auf dem höchsten Level sein, das sehen wir jetzt. Oh, er hat noch einen Skelettzauber dabei gehabt. Und ja, alles auf Maxed. Sehr, sehr schön. Und sehr, sehr schöner Angriff. Ja, ich kriege leider live nichts rein. Ich muss das Ding ja irgendwann mal abdrehen hier. Aber ich bleibe auf jeden Fall für euch mit am Ball. Wir sind ja guter Dritter, so wie ich es in etwa so ein bisschen vorhergesagt habe. Naja, vorhergesagt ist gut, also in etwa so habe ich uns da eingepegelt, aber mal sehen. Ja, mal sehen, wie die Woche so wird, aber erstmal ist es jetzt losgegangen, also los geht's in die Liga hier und jetzt zu dem Zeitpunkt müsste es eigentlich auch im Clan Herausforderer angefangen haben, da gehe ich jetzt gleich mal hin, gucke mal, ob ich da ein bisschen was für euch festhalten kann. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch ein bisschen im Laufe der Woche, das Ganze so ein bisschen hier aus unserer Perspektive ein bisschen zu sehen, aus unserer Brille, aus meiner Brille. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Euer Toto Clashed.